I smoke two joints in times of peace and two in times of hell. Im März 2017 wurde ja das Gesetz gültig, dass Cannabis als Medizin für jedermann verschreibbar ist, von allen Ärzten, außer Zahnärzte und Tierärzte. Das sind die einzigen, die es nicht dürfen. Alle anderen dürfen es. Jetzt ist es so, dass natürlich das, der Stichtag für alle, trotz alledem, dass alle eigentlich vorher schon wussten, es wird passieren, in ein Loch gefallen sind. Ja? Klar war, dass diejenigen, die Ausnahmegenehmigung hatten, also Erlaubnis hatten zum Besitz, so wie ich und noch viele andere, gleich zum Arzt rennen werden und Kostenzusage beantragen. Es sind natürlich erstmal alle abgelehnt worden, oder der Großteil von uns, weil die sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, wenn dann am Anfang welche kommen, sind gleich die Süchtigen. Wahrscheinlich haben sie so gedacht. Ne? Irgendwie muss man sich ja entschuldigen, dass man so ein Schwein ist und Menschen leiden lässt. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt ist das so gewesen, weil ich ja schon die ganze Zeit auch immer aktiv war in der Ortsgruppe vom Deutschen Handverband Berlin. Und wir saßen halt da am März in unserer, im März war das, saßen wir da in unserer Meeting und haben überlegt, oder haben zugehört, da hat gerade einer seinen Vortrag gehalten über Statistiken und so, Zahlenzeug und ganz trocken und ich habe es überlegt die ganze Zeit im Hinterstübchen, wie könnte man denn noch mehr Leute zur Ortsgruppe holen oder dazu bringen, dass sie aktiv werden, was kann man denn machen, hä? Und da ist mir eingefallen, als damals der Schengen-Raum eingeführt worden ist, hat ein Jahr vorher schon der Zoll nicht mehr wirklich kontrolliert zwischen Holland und Deutschland. Ich bin da ja mal hin und her gefahren und habe da ja einmal in der Woche ein Kilo Arsch geholt. Also von daher wusste ich, dass sie dann sich alle schon wieder neu orientieren und ein bisschen Sachen laufen lassen. Da habe ich gesagt, hey, naiv wie ich bin, machen wir doch einen medizinischen Smoking. Rufen wir dazu auf, dass sich Leute, die Cannabis als Medizin nutzen, am Görlitzer Park treffen am 20.04. und da um 16.20 Uhr ihre Medizin gemeinsam einnehmen. Und dann war mir schon klar, dass nicht so viele Leute sein können, die zu diesem Zeitpunkt was verschrieben kriegen. Deswegen haben wir auch noch dazu aufgerufen, sich solidarisch zu zeigen, weil in Berlin ist das so, wenn man erwachsen ist, bis zu 10 Gramm, wenn man bei sich hat und wird kontrolliert und es wird einem weggenommen, dann wird es eingestellt. Ja? Und zwischen 10 und 15 Gramm kann es eingestellt werden. Und dann war das halt so, dass das für jeden klar war, wenn wir da das machen, dann können wir auch dazu aufrufen. Ja? Und weil sich halt kein anderer getraut habe, habe ich das angemeldet. Und ich habe halt dann auch reingeschrieben, dass ich Cannabis als Medizin nutze und dass ich das auch als Aktionsmittel anmelde. Ja? Bongs, Joints, also Papier, Joints, Pfeifen, Bongs und alles Mögliche, was man halt nutzen kann, um Cannabis zu konsumieren. Auch Kekse, sicherheitshalber habe ich es reingeschrieben und in Pillenform und Spray. Sicherheitshalber reingeschrieben. Und jetzt ist es so, dass man, wenn man sowas anmeldet, kann man online machen in Berlin, dass man dann 48 Stunden warten muss und dann kannst du es bewerben. Ja, solange muss man denen Zeit lassen, falls sie einen einladen wollen oder einen sagen, hey, das darfst du nicht tun. Ansonsten kannst du davon ausgehen, dass es genehmigt ist. Also war es auch so, es hat sich niemand bei uns gemeldet. Und wir haben angefangen, das zu bewerben. Wir hatten ja nicht lange Zeit, es war März und im April ist es ja schon. Und dann haben wir auch das Budget von der Ortsgruppe benutzt für Plakate und für Flyer, weil wir halt auf die Schnelle hatten wir das nicht schaffen können, noch Sponsoren ranzukriegen. Die Anlage hatten wir bekommen von einem Komitee der guten Laune,
Dafür haben wir dann auch Werbung auf unserem Flyer da drauf gemacht. Den hat übrigens der Daniel Stinsen, der damals noch bei Exzessiv war und im Hanfmuseum und Hanfparade aktiv ist. Oder war, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber damals war das. Und in Zusammenarbeit mit der Hanfparade und dem Teil der Orga-Gruppe von dort haben wir das dann halt gestemmt. Ja. Die hatten halt ein Pavillon und ein Mikrofon und eine kleine Box und ein bisschen Musik. Mehr hatten wir ja nicht am ersten Mal. Und da stand halt dann stand so fest soweit, dass das stattfinden wird. Dann kam halt tatsächlich auch eine E-Mail von der Polizei in der Friedrichstraße. Sie bieten unseren Termin an, wann wir da vorbeikommen können, um halt das Gespräch zur Demo zu führen. Und da ist dann der Florian Rister vom Deutschen Handverband mit mir zusammen dorthin gefahren, weil ich ihn darum gebeten habe. Ich habe gesagt, ich möchte da nicht alleine hingehen, ich möchte da schon jemanden dabei haben und am liebsten jemanden, der geradeaus reden kann, der nicht rumstottert. Ja, und dann saßen wir da, haben uns nochmal kurz abgesprochen, wie wir das da jetzt vorgehen werden. Haben gesagt, wir bleiben freundlich und schauen jetzt erst einmal, lass uns auf uns zukommen und schauen wir mal, was die Polizei sagt. Ja, dann sind wir da rein, sitzen da mit zwei Herren in einem Raum. Ich will die Namen jetzt einfach mal nicht nennen, weil das Datenschutz, sage ich jetzt einmal, auf dem Video von Sense Media, wo ein Interview mit mir geführt wird, bei dem Smoke-In, da kann man den Herrn auch sehen, der da kurz mit mir am Quatschen ist in einer Einstellung. Und dann meinte er gleich vorneweg, bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen sagen, wir sind auf Ihrer Seite. Wir haben echt sehr lange und ausführlich debattiert und darüber gesprochen, wie wir uns dazu positionieren werden und wie wir das sehen werden. Deswegen möchten wir Ihnen das jetzt nur mal so gesagt haben. Dann sagt der zweite Kollege, also der Kollege von ihm sagt dann so, was halten Sie denn von einem Bauzaun wie bei der Hanfparade? Da gibt es ja für Patienten immer so eine Medical Area, das ist ein Bauzaun mit schwarzer Folie abgedeckt, damit man nichts sieht. Da meinte ich, habe ich so ein bisschen nachgedacht und der Florian hat schon irgendwie was anderes gerade wieder am Meckern wegen Rechte oder so. Und sage ich, warte mal. Und sage ich, nein, möchte ich nicht, weil uns liegt sehr daran gelegen, dass es jeder sehen kann. Dass wir sichtbar, weithin sichtbar im Görlitzer Park stehen und dort Cannabis konsumieren unter ihren Augen. Das ist uns sehr wichtig, dass man das sehen kann. Dann hat er das notiert, ja, okay. Und der andere, ja gut, dann sage ich Ihnen jetzt die Auflagen. Ist nicht gestattet, Cannabis weiterzugeben, also einen anderen in die Hand zu drücken. Es ist nicht gestattet, zu kaufen, Handel treiben, irgendwie. Und Sie werden einschreiten, wenn Sie sehen, dass irgendjemand Haschisch konsumiert, weil das ist ja ganz garantiert nicht aus der Apotheke. Ich habe gesagt, alles klar. Und Jugendliche müssen wir immer am Platz verweisen und Sie werden da auch einschreiten, wenn da irgendwie Jugendliche dabei sind. Also ja, alles klar, kein Ding. Das waren halt alles an Vorschriften, die sie uns gegeben haben. Und dann waren wir auch dann da, wie gesagt, die Videos dazu gibt es ja auch auf YouTube, haben da unseren Smoke-In gemacht. Aber den größten Gegenwind habe ich bekommen von einigen Mitgliedern vom Selbsthilfenetzwerk Cannabis als Medizin. Weil die halt absolut dagegen sind, dass es eine Freigabe für alle gäbe oder dass irgendwie Leute sich treffen und gemeinsam ihre Medizin konsumieren. Das ist etwas, was sie auf gar keinen Fall gut fänden. Ja. Und dann hatte ich, weil ich ein Aufrufvideo gemacht habe, wo wir ihr Logo gesehen haben, sind sie richtig abgegangen wie ein Zäpfchen, was mir einfällt, ihr Logo zu benutzen. Das war aber nur im Hintergrund kurz zu sehen, weil eigentlich hatte ich den Maximilian Plenert da reingenommen. Also es war eine Veranstaltung mit dem Max, da habe ich ein Foto gemacht, im Hintergrund ist das Bild zu sehen. Ich habe extra invertiert das Bild, damit die Farben nicht stimmen, damit man keiner vorwerfen kann, ich würde das jetzt. Aber es war, ist halt meine, auch meine Aussage gewesen. Ja. Und der Max hat das so gemacht und ich habe halt da einen Loop reingenommen, damit er halt so winkt. Ich fand das halt cool, weißt schon. Und die haben sich aufgeregt wegen diesem blöden Logo im Hintergrund.
Es ging dann so weit, dass nach der Veranstaltung der Herr Grotenhermann sich bei mir gemeldet hat bei Facebook, ich möchte doch das Video vom Netz nehmen, weil das halt sein, ja, weil das halt das Logo und so, das ist nicht okay. Naja, mach ich, Veranstaltung ist eh rum. Habe ich halt das Logo vom Netz genommen. Das Video, ich habe es auf privat gestellt, sodass es halt nicht jeder sehen kann. Und die Aufregung habe ich auch nicht verstanden. Es waren halt schöne Bilder, es war eine schöne Veranstaltung. Den Großteil der Leute, die ich da persönlich gekannt habe, hatten alle ein Rezept. Und die anderen Leute, weiß ich nicht. Ein Jahr später haben wir eine Neuauflage davon gemacht. Da habe ich dann den damaligen Leiter, ich denke, es wird er immer noch sein, vom CSC Berlin eingeladen, teilzunehmen und Teil zu sein von diesem 420-Ding, damit man halt alle Aktiven aus Berlin irgendwie da drin dabei haben, damit jeder Anteil dran hat am Geschichte schreiben. Das zweite Jahr war halt genauso, wir hatten dieses Gespräch halt da und da haben sie uns halt noch weniger Auflagen gemacht, da war halt nur noch wichtig, dass wir darauf achten, dass da keine Jugendlichen sind. Ja. Und sie standen auch wieder im Hintergrund und haben uns in Ruhe gelassen. Wir hatten dann zwei Pavillons. Da kam dann laut dem Polizisten, der dafür verantwortlich war, auch die Monika Herrmann vorbei. Das ist die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Und sie soll wohl sich beschwert haben, dass es keine Genehmigung gäbe für diese Pavillons. Es war brütende Hitze. Wir waren froh gewesen, dass wir ein bisschen Schatten hatten. Es war ganz eine nette Veranstaltung, allerdings hat man da dann echt immer mit Problemen zu kämpfen, weil alles, was wir diesen Herrn da übergeben hatten an Aufgaben, hat er an die Wand gefahren oder mit Absicht nicht erledigt, weil er nicht wollte, dass das richtig funktioniert. Ja, war er irgendwie, weiß ich nicht. Im dritten Jahr dann hat er sogar, weil ich nicht mehr angemeldet habe, das dritte Jahr hat jemand anderes angemeldet, hat er denjenigen dann auch noch dazu überredet, das für den CSC anzumelden und nicht mehr für die Ortsgruppe, als würde das irgendjemand erfahren. Das weiß ja gar keiner, wer das für wen es angemeldet worden ist. Und wenn man es nicht erzählt, weiß man noch nicht einmal, wer es angemeldet hat. Aber er wollte halt unbedingt den DHV ausboten, ja, und damit hat er versucht, weil er nicht an den Georg Burtran kam, das über die Ortsgruppenaktion zu machen. Also er wusste, dass wir da unsere ganze Power reinstecken, dass wir alles nur auf diesen einen Tag hin planen. Und wenn er das richtig gescheit sabotiert, dass auf alle Fälle nach hinten losgeht. Ja. Aber er hat es halt nicht geschafft, weißt du, weil die Menschen, die es verstanden haben, was wir da machen, nämlich einfach nur, weil wir dazu stehen, eine Veranstaltung, die wir fast mit unserem eigenen Geld tragen und nach ein paar Sponsoren suchen und wenn wir die dann gefunden haben, das Geld eins zu eins nur für diese Veranstaltung aufwenden und niemand sich was in die Tasche steckt. Das hat dem Mann nicht gepasst, gell? Aber andere Leute, wie zum Beispiel der Michael Lane, der hat sich gemeldet und gesagt, hey, ich möchte gern bei euch spielen, kostenlos, ihr müsst es mich nicht bezahlen. Michael Lane, der hat, weiß ich nicht, wie viel Platz er da gemacht hat bei diesem, irgend so einer Singshow im Fernsehen. Er ist ein bekannter Sänger eigentlich. Und verstehe nicht, dass da einer dagegen macht, nur aus persönlichen Sachen, weißt du? Da ging es nicht ums Geld, da ging es nicht darum, groß hinzuschreiben, ja, das ist eine THV-Ortsgruppenaktion. Nein, darum ging es gar nicht. Natürlich hab ich dann auch beworben in der Ortsgruppe und es stand jedem frei, in seinem auch das zu bewerben und es so darzustellen, als wäre es ihr Ding. Das ist doch mir egal. Weißt du, was ich meine? Die Erreichbarkeit ist doch viel größer, die Reichweite ist riesiger, wenn ich mehrere Leute drin habe, die alle ihre eigenen Reichweiten haben. Und jeder kann die nutzen dafür und mehr Leute sind zu erreichen. Das hat ein Frühstücksfernsehen so lange genervt mit meinen Kommentaren und Einladungen zu diesem Event, dass sie tatsächlich vorbeigekommen sind und da versucht haben, das dumm darzustellen, aber es halt einfach nicht geschafft haben, weil man es nicht dumm darstellen kann. Preise sind hoch, ja klar, aber schau doch mal einen an, der Bier trinkt, wie viel, ein Kasten Bier, was kostet der, wenn man weggeht dann am Abend, was zahlt man dafür, das kostet auch alles einen Haufen Geld. Ja, und
ich fand es halt schon merkwürdig, weißt du, dass der so dagegen gemacht hat. Und am Ende haben wir dann so gestritten, dass er jetzt beim letzten Mal nicht mehr mitgemacht hat. Der hat sich dann rausgehalten. Ich habe dann mich auch rausgehalten nach dem Streit. Habe gesagt, okay, brauche ich nicht. Ne? Ich habe keine Kraft für so einen Schmarrn. Ich bin ein kranker Mensch und meine Energie, wenn ich reinstecke, dann für die Legalisierung, mache ich gerne, aber gar keinen Fall habe ich irgendwie, weil einer meint, der muss jetzt eine Schwanzverlängerung haben oder Schwanzvergleich haben, dass er dann glaubt, hey, er muss mich da anpieseln. Da habe ich keinen Bock drauf. Und es war auch so, dass die letzte Veranstaltung dann ganz gut über die Bühne lief. Das war dann auch wieder so eine Kooperation zwischen der HVH-Ortsgruppe und Hanfmuseum und Hanfparade und eben diesem CSC Berlin, aber eben nicht mehr mit diesem Anführer zu dem Zeitpunkt, sondern mit einem anderen Kollegen. Den Namen möchte ich jetzt auch nicht nennen, weder den einen noch den anderen, weil ich möchte niemanden schlecht machen, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass es Leute gibt, die nicht verstanden haben, dass wir da gerade ein Vakuum besetzen wollten und einen Ist-Zustand herstellen, dass man das nicht immer einfach so wegnehmen kann, ohne in der Presse dazustehen wie ein Vollhonk. Verstehst du? Die müssen uns das immer wieder machen lassen, weil man sonst, man kann es nicht einfach als Einschränkung mit der Polizei da reingehen, wie ihre. Das ist unmöglich. Also das kann man schon machen, aber wie schaut denn das dann aus, nach außen hin? Was ist denn das für ein Zeichen? Ja, Polizeistaat? Ganz sicher nicht. Wenn man dazu dann im Vergleich das Oktoberfest anschaut, wenn du da einfach nur einen Tag um 16.20 Uhr, Viertelstunde lang reinschau, möchte ich nicht wissen, was in dieser Viertelstunde passiert. In der Viertelstunde, wo wir im Görlitzer Park einsmoken und nichts passiert. Gar nichts. Einfach nur ein angenehmer Tag, wenn wir Glück haben, haben wir schönes Wetter. Ja. Aber ich finde, das ist diese Ungleichbehandlung einfach nicht wert. Was mich am allermeisten aufregt, ist es halt dann, wenn du endlich was geschafft hast, dann kommt einer von eigenen Leuten und dann haut er die Beine weg oder weißt, kapier nicht. Zum Beispiel, ich stehe da, unterhalte mich beim ersten Smoke-In mit dem Beamten, der dafür zuständig war, dass das alles ordnungsgemäß abläuft. Und dann sagt er, ja, das ist halt so, wenn man das Gesetz ganz genau anschaut, dann liegt es in der Hand von einem Polizisten, wie der Verlauf geht. Wenn er einen Patienten kontrolliert, der Patient sagt, ja, das habe ich aus der Apotheke, ich habe es verschrieben bekommen, ist er nicht verpflichtet, einen Nachweis zu erbringen, sondern die Unschuldsvermutung gilt in Deutschland und der Polizist ist an der Reihe, Beweise zu finden, dass es eben nicht so ist und muss es wie gerichtsverwertbar nachweisen, dass es nicht so ist. Und das machst du mal, wenn da einer steht mit 3 Gramm, wo doch die Regel heißt, bis zu 10 wird es eingestellt. Warum sollte der sich denn da diesen ganzen Stress ans Bein binden? Das ist ganz logisch. Ja? Und dann sagt einer, ein Patient, der da auch mitgemacht hat damals, sagt er doch, ja, aber wir können es doch beweisen und zieht da einen Opioid-Ausweis raus, dann einen Cannabinoid-Ausweis, den er von dem SCM da hat, von dieser Selbsthilfegruppe, und einen neuen Cannabinoid-Ausweis von einer anderen Firma, die es halt auf den Markt geschmissen hat. Die sind alle drei rechtlich nicht bindend. Ja, man kann es da natürlich drauf stehen haben, was der Arzt dann verschrieben hat, mit Arztstempel und allem Pipapo, so dass du halt nachweisen kannst oder deiner Aussage mehr Druck nachgeben kannst. Also du kannst sagen, ja hier, ich krieg's verschrieben, da schau her, ich kann es beweisen. Oder eine Kopie vom Rezept oder eine Quittung aus der Apotheke oder irgendwas. Möchte der Polizist dich ärgern, dann interessiert ihn das einfach nicht, weil es kann ja alles gefälscht sein. Photoshop hat jeder daheim oder sonst irgendwie Missbrauch. Wenn er will, nimm das da weg. Punkt. Und du kannst nicht großartig was dagegen machen ohne Anwalt. Da musst du extra einen Anwalt nehmen und das wird dann erstmal in der Asservatenkammer. Das kriegst du schon irgendwann wieder, wenn es verfallen ist wahrscheinlich. Den Stress werden sie sich in Berlin nicht geben. Das war mir einfach ganz klar. Und der Polizist hat es mir auch ganz klar gesagt. Es liegt an dem, wie man mit den Polizisten dann auch spricht. Also wenn du dich anständig verhältst und jetzt da nicht irgendwo gedealt hast, sondern tatsächlich bloß einen Joint hast oder eine Pfeife oder eine geringe Menge, echte geringe Menge, 2-3 Gramm,
da werden sie nicht großartig was machen. Ja, du bist weit unter der Grenze, wenn du volljährig bist und nicht irgendwo vor der Schule gekifft hast, dann tut man da nichts. Aber ich weiß halt nicht warum, dass er diese Dinge rausgeholt hat. Wieso muss er sich denn da so profilieren? Der Polizist sagt zu ihm auch, ist doch rechtlich gar nicht bindend, aber irgendwie, na, aber ich kann ja noch und dies und das und jenes. Und sage, hey, Alter, kapierst du nicht, dass es eigentlich genau ums Gegenteilige geht? Um dieses verhalte dich anständig, da passiert da nichts, zu entgegen, wie man es in Bayern macht. Ja, egal wie wenig du gehabt hast, immer raus zu suchen, könnt ihr mehr finden. Verstehst? Das ist Denken einfach. Ich habe es nicht kapiert, wieso er sich da so profilieren muss. Es war unnötig. Auch selbst wenn die Dinger jetzt da neu, dass man die einführen könnte, weil es irgendwie eine Gesetzesänderung wäre, halt da nötig dafür. Ja. Aber warum sollte man sich da so registrieren und das Ganze, warum? Für einen Autofahrer kann ich es wiederum verstehen und in anderen Bundesländern auch. Aber doch nicht, wenn ein Polizist vor mir steht, der sagt, so und so und so kann das sein. Der sagt es mir doch schon, wie ich mich zu verhalten habe. Ja. Und die Gesetze sind eindeutig in Deutschland. Da kannst du machen und deuten, was du willst, lieber Mensch aus der CDU, falls du das siehst. Da gibt es nichts zu deuten. Vor Gericht sind alle gleich. Menschenwürde, Paragraph 1 vom Grundgesetz. Und ich, ja, eigentlich nur das Grundgesetz brauchst du darauf anwenden und dann ist alles klar. Persönliche Entfaltung etc. pp. Dazu gehört bei einigen Leuten vielleicht auch Cannabis. Und das musst du halt als CDUler in deinen Schädel reinkriegen. So wie bei dir das Bier ist, ist bei mir der Joint. Punkt aus. Sollen wir nicht weitermachen. My mother, she once told me, son, you do the best you can. And then one day I met a man came to me and said, hard work good and hard work fine, but first take care of him. And that's why I smoke two joints in the morning, I smoke two joints at night, I smoke two joints in the afternoon, it makes me feel alright. I smoke two joints in time of peace and two in times of war. I smoke two joints before I smoke two joints and then I smoke two more. You can. And then one day I met a man who came to me and said, hard work good and hard work fine, but first take care of them. And that's why I smoke two joints in the morning, in the car I smoke two joints. I smoke two joints when I play video games and hit every 10,000 points. I smoke two joints in times of peace and two in times of war. I smoke two joints before I smoke two joints and then I smoke two.